Was geht ab, meine Sieg-Fighter-Hose hier? Und im globalen Dokkan-Battle ist nun eine Umfrage online. Da könnt ihr dran teilnehmen. Diejenigen, die gerne das Spiel spielen, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, an sich eigentlich jedem hier an der Umfrage mal teilzunehmen, sich ein, zwei Minuten zu nehmen, damit ihr quasi dafür sorgen könnt, dass das Spielerlebnis ein bisschen besser wird, eventuell nach der Umfrage. Wir werden die Umfrage gleich gemeinsam starten. Die Umfrage geht bis Montag, diesen Montag. Um 17 Uhr, beziehungsweise besser gesagt 16.59 Uhr könnt ihr dran teilnehmen. Wie gesagt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Der Link ist auch in-game, wie ihr es gesehen habt. Oder auch quasi hier auf meinem Twitter-Account. Deswegen gehen wir mal gleich rüber zur Umfrage und gehen mal Step-by-Step, was wir quasi, ja, wählen können. Oder wie die Umfrage einfach aussieht für diejenigen, die hier dran teilnehmen wollen. Damit wir hier alles auch verstehen und wissen, was von uns gewollt ist. Anyway, zuallererst gebt ihr erstmal eure ID ein. Die findet ihr im Spiel selbst, wisst ihr ganz klar, zum Beispiel im Startbildschirm, wenn ihr das Spiel startet, oben rechts ist das Ganze gezeigt oder dann quasi bei der Friends-Section, beim Friends-Search, wenn ihr einen Freund suchen wollt. Ich gebe mal ganz kurz meine ID ein und zwar, Moment, bam, bam, boom, bada, boom, pow. Sollte das stimmen? Bla, 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 oh yeah. Ja, das stimmt an der Stelle, das stimmt an der Stelle. Okay, ja, Frage Nummer 2, was für ein Geschlecht haben Sie? Männlich, weiblich, gar keins. Oder irgendwas anderes. Neutrum wie Magnetilo. Aber wir sind natürlich hier männlich unterwegs. Es sei denn, wir sind heute mal Kefla oder Rine. Dann sind wir natürlich weiblich. Aber nein. Also Geschlecht. Die Frage nach dem Geschlecht. Zweite Frage nach eurem Alter. Ja, und an der Stelle wählt ihr quasi ja, das aus, was zu euch zutrifft. Wir sind ja an der Stelle 18 bis 24. In welchem Land leben sie? Und dann geben wir hier mal Germany ein. Sollte man alles auf Englisch machen an der Stelle. Die Frage, Umfrage selbst ist ja auch auf Englisch. Was ist eure Muttersprache an der Stelle, ist hier gefragt. Dann machen wir auch German rein. Und zwar jetzt hier Frage 6. Wie zufrieden sind sie mit dem Spiel? Eins ist nicht zufrieden oder gar nicht zufrieden. Und je höher ihr geht, desto zufriedener seid ihr. Also 10 ist sehr zufrieden. Ich gebe den ganzen mal eine 8. In letzter Zeit lief das Ganze ganz, ganz gut. Beziehungsweise sehr gut auf jeden Fall. Vor allem ab dem 3-Jährigen bis aktuell zu der 250-Minute Celebration. Dennoch, meiner Meinung nach, kann man trotzdem ein, zwei Sachen ändern. Vor allem die Ticketvergabe war ein bisschen, die war nicht so solide. Viele User haben ihre Tickets gar nicht bekommen. Beziehungsweise letztens erst haben welche ihre neulich erst bekommen. Und was mich dann auch immer stört, ist natürlich das mit dem Summon-Content, dass man Step, also was heißt Summon-Content, sondern dass man Step-Up-Summons auf jeden Fall einbauen könnte. Und deswegen gebe ich dem Mann eine 8 an der Stelle. Okay, andere Frage, Frage 7, würden Sie das Spiel jemand anderem weiterempfehlen? 10 trifft sehr zu, eigentlich würde ich das jedem weiterempfehlen, um ehrlich zu sein. Also, ja, ich gehe der Frage einfach so auf den Grund. Die Frage ist, würdest du das Spiel jemand weiterempfehlen? Ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen, naja. Okay, which parts of the game are currently dissatisfied with? Okay, welche Parts des Spiels sind für euch aktuell nicht zufriedenstellend? Okay, 3 Sachen dürft ihr wählen. Okay, zum einen ist es der Beginn der Events, also wenn neue Events reinkommen. Das Ende von Events, die Endzeit von Events. Wie die Events gescheduled werden, also wann sie quasi rein und rauskommen. Game Loading Time, also ja, Loading, die Ladezeiten im Spiel selbst. Spielgröße, das Spiel ist schon groß, wenn ich bin Dokkan Battle. Und was ist das? Can't move the game onto SD-Cards. Okay, man kann das Spiel nicht auf SD-Karten transferieren. Das gilt wahrscheinlich für die Android-User. Game Smoothness, ja, wie smooth das Game verläuft. So die Übergänge, UI, das ist die Interface. Benutzeroberfläche, wie sieht das Spiel selbst aus? Kann man da was verbessern? Stage-Schwierigkeiten. Da werden wahrscheinlich viele draufklicken. Und Charakter-Level und Awaken. Und ansonsten könnt ihr noch irgendwas anderes wählen. Ich gehe erstmal hin auf jeden Fall und wähle erstmal was anderes. Und dann könnt ihr eingeben, was ihr quasi geändert haben wollt oder was ihr mit anderen meint. Ich meine auf jeden Fall Step-Up-Summons. Step-Up-Summons. Please include Step-Up-Summons. So, it is, ja, oder Step-Up Summons like in Naruto Blazing. Das sollten wir eigentlich schon verstehen, das ist, Bandai ist es ja vom selben quasi Unternehmen. Step-Up Summons, ja, please include Step-Up Summons like in Naruto Blazing, das sollten sie auf jeden Fall verstehen an der Stelle. Man könnte auf jeden Fall noch viel, viel mehr drin schreiben, aber ich will da keinen Roman schreiben jetzt, beziehungsweise vielleicht werde ich das nachher noch verfeinern, was genau ich damit meine. Aber für jetzt reicht es erstmal. Und zwar,
Dann, ja, was kann ich mir noch wählen? Bis zu 3 Stück können wir wählen. Ansonsten ein Event starten und enden. Das ist eigentlich, das passt eigentlich, um ehrlich zu sein. Damit habe ich kein Problem. Das zählt ja auch primär auch. Das ist in jedem Land ja anders, ne? Wenn jetzt das zum Beispiel für Amerika, wenn die da schreiben, oh, die fangen zu früh an oder bei denen ist ja mittags, bei uns ist es morgens dann. Das wird sich eh immer irgendwie anders ausüben. Deswegen passt das schon. Ladezeiten, ja, kann man vielleicht was machen, warum nicht? Größe ist schon groß, finde ich. Am User Interface bin ich eigentlich recht zufrieden mit Dokkan. Ich denke, man findet sich damit gut zurecht, wenn man sich da mal ein bisschen eingearbeitet hat. Aber die Smoothness, ja, die Smoothness, gerade mit den Ladezeiten, ich denke, das könnte man auf jeden Fall hier. Da könnte man auf jeden Fall was machen. Alles klar. Dann, how satisfied are you with this game's mission? Also, wie zufrieden seid ihr mit den Ingame-Missionen? Um ehrlich zu sein, die letzten Missionen vor allem, also wirklich die letzten Missionen, waren echt nice. Wir haben echt viele Sachen bekommen, die waren auch gut zu bewältigen. Vom 3-Jährigen und vom 250 Minuten Celebration. Ich würde aber trotzdem meinen, man könnte vielleicht ein oder andere Mission immer dennoch hinzufügen. Es könnte auf jeden Fall noch viel mehr gehen. Deswegen. Ja, was heißt viel mehr? Aber vielleicht einfach so, dass man da uns ein bisschen näher kommt. Ja, man muss ja ein paar Stages übertrieben oft machen, diese Zone, jene Zone, und dafür bekommt man dann, ja, vielleicht 3 Stones oder so, oder ein paar andere kleine Sachen. Das könnte man vielleicht aufstocken, ja. Ich meine nicht 1 zu 1, zum Beispiel, wenn man 30 mal eine Stage macht, dass man 30 Stones bekommt. Nein, das nicht, wenn man 30 mal eine Story Quest macht. Aber dass es vielleicht ein bisschen mehr geht. Ich würde mal sagen, eigentlich mich, also ich habe eigentlich nichts anzuwenden, aber ich denke, da geht noch Luft nach oben. Ja, deswegen gebe ich den ganzen mal eine 7. Ist der How-to-Play-Guide clear? Also wie das der Guide am Anfang des Spiels, wenn das Spiel startet. Ich finde, eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, aber es gibt viele Sachen, die man da falsch zeigt. Zum Beispiel, dass man einen Charakter, den man hat, erstmal für die SE benutzen sollte. Das sollte man aber nicht. Erstmal fürs Dupe-System auf jeden Fall. Und in dem Beispiel im Guide ist das Beispiel mit Super Saiyan 4 Goku, dass ihr da quasi ihr eure Super Saiyan 4 Gokus für die SE erstmal benutzen sollt. Nein, natürlich nicht erstmal für die Dupes. Deswegen, gebe ich den ganzen mal. Eigentlich so ein Mittelding. Geben wir eine 5, geben wir eine 5. Why is that? Please specify Max Character. Why? Alles klar, ich habe es jetzt mal ein bisschen ausführlicher geschrieben. Im Prinzip, ja, das mit dem Step-Up-Summon hier oben. Und dann, ja, das, was ich euch gesagt habe, mit Super Saiyan 4 Goku mit den Advice zum Beispiel. Okay, are you satisfied that the Summon Page is easy to use? Also, seid ihr damit zufrieden, dass man die Summon Page, ja, wo die ganzen Banner sind, einfach nutzen kann? Du, eigentlich habe ich damit kein Problem. Möchte sein, da findet man sich schon gut zurecht. Von oben fängt es an mit dem neuen Banner oder mit dem Dokkan Extreme Banner und dann scrollt man da runter und gut ist. Also so viele Probleme habe ich da nicht. Wenn ich den einen oder anderen verstehen könnte, wäre zum Beispiel, wenn jemand seine Banner kategorisiert haben will, so wie in Legends zum Beispiel, dass du einen Tab anklicken kannst, das sind Dokkan Extreme Banner oder wie in den Events quasi. Das sind Dokkan Extreme Banner, das sind, ja, was soll ich sagen, nicht Dokkan exklusive Banner und jenes, dass man die quasi unterteilen kann, das sind Special Banner, Friend Banner und so fort. Deswegen gibt man mal dem den neuen. Okay, please select which features you would like to add to the summon. Also wählt aus, bis zu 3 Stück könnt ihr aussehen, welche neuen Feature wollt ihr quasi für das Summon. Und zwar, zum einen, dass man Summon-Animation skippen kann. Nein, also ich weiß nicht. Ich kann viele verstehen, zum Beispiel gestern habe ich auch gesummt und dachte mir, Alter, warum kann man das nicht skippen? Aber dann wiederum dachte ich, wenn ich da aussehen mal draufklicke und dann ich sehe, oh mein Gott, was für eine Animation kam gerade. Das wäre schade. Also, ihr könnt das ruhig wählen. Diejenigen, die Summon-Animation skippen wollen, macht das ruhig kein Problem. In vielen Spielen ist ja so, zum Beispiel in Blazing. Ich lasse es mal. Ansonsten, das, was ich gerade angesprochen habe, dass man Summon den Inhalt, also Summon-Content kategorisieren kann. Das ist ein Dokkan-Extreme-Banner und. Das kann man auf jeden Fall machen. Ist dann leicht, um zu suchen, warum nicht. Auswählen, dass man Charaktere verkaufen kann, nachdem man gesummt hat. Also den Summon Result Screen. Nachdem ihr gesummt habt, werden euch die Charaktere ja aufgelistet. Sei es ein Charakter im Single Summon oder 10 im Multi Summon. Schwierig. Wenn ihr da außersehen auf einen SSR-Charakter klickt und den außersehen irgendwie verkauft, den Charakter, den ihr gerade gezogen habt, überlegt mir jetzt den L, dann verkauft den irgendwie. Kann ja passieren. Nicht, aber drunter steht dann dran, dass man Charaktere SR und drunter direkt vom Screen aus verkaufen kann. Warum nicht? Das könnte man machen. Das wäre easy, könnt ihr direkt Barbershoppen zum Beispiel aus dem Stream heraus und müsst nicht in den Barbershop rein und so fort. Kann man machen. Ich nehme mal die 2. Ihr müsst ja nicht 3 nehmen, das sind ja nur maximal 3. Okay. Wählt eure 3 beliebtesten Ingame-Inhalte aus. Also die 3 Sachen, die euch am meisten gefallen.
Die drei Stücke. Wir haben jetzt zum Beispiel Quests, Special Events, Story Events, World Tournament, Extreme Sea Battle mag ich sehr, Local Events, Strike Events, Super Battle Road ist auf jeden Fall nice. Ja, Boss Rush auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr könnt bis zu drei aussuchen. Charakter, ja, wie man Charakter quasi trainiert, erweckt und so weiter und so fort. Gefällt euch das? Ultimate Speed Battle, Super Battle Road, Strike Events, Dokkan Events. Ich müsste mich entscheiden zwischen. Was? Selective zu 3? Okay, ich kann aber mehr wählen oder was? Ja, hier steht, man sollte 3 wählen. ich müsste mich jetzt schwierig entscheiden zwischen Super Battle Road oder Dokkan Events. Macht wirklich beides Spaß. Auch wenn neue Dokkan Events kommen. Ich wähle mal Dokkan Events. Also Extreme Sea Battle und Dokkan Event Boss Rush auf jeden Fall, weil vielleicht bekommen wir dann immer einen neuen Content und so. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Ah, Dokkan Event und Super Battle Roads finde ich eigentlich beides geil. Man kann ihn nur zwischen drei aussuchen. Nicht, dass ich jetzt zwei aussuche, dann auf unten bestätigen klicke und ich dann wieder alles neu wählen müsste. Ihr könnt es ja gerne mal versuchen, aber ich lasse mal Dokkan Events. Dokkan Events machen mir echt viel Spaß und wenn man da ein bisschen vielleicht was verfeinert oder so. Mit den Medaillenfarmen etc. Ja, warum nicht? Warum nicht? Obwohl auch Super Battle Road wirklich geil ist, aber Super Battle Road, so wie das ist, da sind wahrscheinlich viele schon gut gedeckt mit der Schwierigkeit und so und so fort. Okay. Wie viel Zeit verschwendest du, beziehungsweise wie viel Zeit, ich will nicht sagen verschwenden, aber wie viel Zeit verbrauchst du mit dem Spielen? Verbrauchen nicht. Wie viel Zeit einfach spielst du, okay? Wie oft spielst du das Spiel in einer Woche? Sagen wir mal so. How much time do you spend playing weekly? Okay. Okay, unter 5 Stunden, 5 bis 9, ich würde mal sagen, ich selbst spiele mindestens eine Stunde pro Tag. Ja, mit Streams und so, wenn ich das mal aufteile, mindestens eine Stunde pro Tag, wenn wir noch ein bisschen was draufklatschen, sagen wir 10 Stunden ungefähr. Nehmen wir mal 10 bis 14 Stunden, wenn nicht sogar mehr, ja, 15 bis 19 würde vielleicht auch gehen. Ja, weiß nicht. Dann machen wir 15 bis 19, komm, weil bei mir ist ja ein bisschen, ja, 15 bis 19 sollten, glaube ich, gedeckt sein. What do you think is an ideal weekly playtime? Ja, ideal, so, ich denke mal, mindestens eine Stunde pro Tag. Obwohl eine Stunde pro Tag für ein Mobile-Game auch viel ist. Deswegen lassen wir mit der Stunde und die machen ja so viel. Die zahlt 7, deswegen nehmen wir nochmal die 7 rein, ja. 7 Stunden in der Woche mit Dokkan. Wenn wir das auf, wenn man, ich weiß, es ist deutlich mehr vielleicht, wenn neue Events rauskommen, wenn man sehr viel farmt. Aber ich lasse einfach mal 7 so, denn das ist ja die Frage nach dem Idealen. Vielleicht macht man dann das ganze Farmen dann ein bisschen einfacher für uns. Oder man kommt uns da entgegen. Have you taken part in any of this game's Social Media Campaigns? Hast du irgendwie dran teilgenommen an einer Kampagne, Social Media Kampagne, zum Beispiel die Facebook-Kampagne? Ja, habe ich an der Stelle. Und jetzt die Frage, wenn du ja gedrückt hast, in welche Kampagnen waren das? Bis zu 3 Stück dürfen wieder aussehen. Du, mein Freund, das waren eigentlich alle. Ich habe bei allen teilgenommen, um ehrlich zu sein. Deswegen nehmen wir einfach mal... Oh je, yeah. Purunga. Wir nehmen auf jeden Fall mal Purunga, die Legende von Purunga. Oder obwohl, dann kommen neue Purunga-Missionen, lass mal weg. Nein, Spaß, natürlich, sollen ruhig neue kommen, sollen nicht reinkommen. Und dann liken, kommen. Ich habe eigentlich bei allem dran teilgenommen. Second and Legendary. Ich nehme mal das, die legendäre Wahl. Ich nehme mal das, zum 2-Jahres-Jubiläum kommt mir den nächsten, also beziehungsweise LR-Charakter wählen, das soll dann LR Vegito Blue. Vielleicht kommt das ja wieder, deswegen wähle ich mal das. Ansonsten, Dokkan Thankness Celebration, ja. Let's make Character Card, Photographic Mosaic Art, Tradition Chinese, nee, das habe ich nicht. Countdown Quiz, ja, daran habe ich auch 3 genommen. 3 Jahres, Purunga, Wish Up, Special Campaign, Dokkan X. Ja, und ich nehme das auf jeden Fall. Ich würde euch raten, wenn ihr auch wie ich an allen 3 teilgenommen habt, nehmt auf jeden Fall die Legendary-Wahl und Dokkan Fest exklusive Wahl, als ihr den nächsten Dokkan X und Charakter wählen konnten. Denn wenn wir das wählen, dann kommt das vielleicht wieder, ja. Und ansonsten nehmen wir mal einfach, ja, komm, das mit Purunga, die 3 nehmen wir. Und habt ihr dann in irgendwelchen Offline-Events dran teilgenommen? Leider nicht, das war nur in Amerika, ja. In New York, Comic-Con und so und so fort. Gamescom, Gamescom, letztes Jahr war ich da. Dieses Jahr leider nicht. Gamescom 2017 ist leider nicht leider nicht dabei. Ah, hier, oh, da. Ich schreib mal rein. Ja, ich war dabei. Ich war dabei. Gamescom 2017. Ups, lol. Machen wir mal das. Okay. What kind of offline events would you like to us to hold in the future? Welche offline events würdet ihr gerne von uns sehen? Ihr könnt bis zu 2 wählen. Game Contest, also Game. Ja, warum nicht? Fan Events sind auch nicht schlecht. Livestream, Game Contest, Fan Developer, Producer Interviews, Fan Developer, Social Gatherings, Livestream, Game Contest. Warum nicht? Ja, Stream mache ich auch aktiv. Und dann. Ja, Fan Events werden auch nice, um echt zu sein.
Machen wir mal so, Fan-Events und Livestream-Game-Contests, okay? Game-Contests an sich und Livestream, das eine ist ein Livestream, das andere nicht. Deswegen machen wir es mal so. What is most important to you when participating in Offline-Events? Was ist das Wichtigste für euch, wenn ihr an solchen Offline-Events dran teilnehmt? Novelty Extra, Game-Demos, Attraction like Photobooth, was, bla bla, Game-Producer-Interviews, Game-Tournaments. Turniere wären geil, in so Offline-Events. Ja, vielleicht kommt dann irgendwas mit PvP. Ich will auf jeden Fall mal Turniere. Vielleicht machen sich dann Gedanken, okay, wie könnte man das machen? Welche Social Media Kanäle nutzt ihr? Multiple, ihr könnt mehrere auswählen. Ja, Twitter nutzen wir auf jeden Fall, Instagram und andere, Reddit, können wir auch rein tun, Reddit, Discord und Facebook eigentlich auch, um ehrlich zu sein. How did you hear about this game? Wie habt ihr von diesem Spiel gehört? Da gibt es viele Sachen, die ihr auswählen könnt. Bei mir war es legit damals App Store. Ich habe in App Store reingeguckt, ich habe mein iPad damals einmal geholt, wollte Spiele holen, dann stand da Dokkan Battle. Zur selben Zeit kam das alles raus. What are your favorite game genres? Also welche sind eure Favoriten, wenn es in Sachen Game Genre kommt? Action Games, RPGs auf jeden Fall, MMORPG. Yep, Card Games sind auch nice, Adventure Games sind nice, okay, oh je. Sports, Racing Games, Parkour, Rhythm Games, Carrying Games. 1, 2, 3, 4. Carrying Rhythm Games, Parkour, Racing Games, Puzzle, Adventure, Simulation, Tower Defense, Adventure Games, Shooting Games, Action Games. Other, Gacha Games, her damit, wie Dokkan Battle natürlich. Dann haben wir 5 Stück hier, okay. How many Mobile Games do you play at the moment? Wie viele Mobile Spiele spielst du momentan? Oh je. Also Dokkan und Legends auf jeden Fall. Und gestern haben wir zum Beispiel Monster Hunter Stories angefangen und vielleicht noch ein, zwei andere. Sagen wir 3 bis 5. Dragalia Lost habe ich auch angefangen. Könnte schwierig werden. Which genres of mobile games are you playing at the moment? Also von den Mobile Games, welches Genre spielst du da? Jetzt die Frage, wo fällt Dokkan rein? Dokkan ist, glaube ich, Dokkan fällt legit, glaube ich, in ein Action-Game rein, um ehrlich zu sein. Ich mein's ernst. Ich glaube, Dokkan fällt in Action-Games rein. Wenn ich ehrlich bin. Ja, doch, kann gut sein. Also machen wir Action-Games, Dokkan, RPG, Monster Hunter Stories und Card-Games. Ja, Legends, Dokkan sehe ich auch ein bisschen. Ja, wobei das nicht das klassische Card-Game ist. Card-Game ist wahrscheinlich so... Solitär oder sowas, ja. How much do you spend in a month on mobile games? Okay, wie viel verballert ihr für mobile games? Alle Free-to-Play-Spiele einmal nothing klicken. Bei mir ist es nicht der Fall. Okay, das ist jetzt eine japanische Währung. Okay, das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, 5000 bis 10.000 JP-Whatever-Währungen sollten, glaube ich, ein Fuffi sein. Fuffi im Monat ist bei mir, glaube ich, drin, ja. Choose your favorite piece of the... Okay, wählt eure Lieblingsstücke oder quasi das, was euch am meisten gefallen hat. Während der 250 Millionen Download Celebration bis zu 3 dürft ihr aussehen. Und zwar das erste ist quasi Global vs. JP. Die Special Missions waren nice auf jeden Fall. Extreme Z Battle. Das Extreme Z Battle von Jiren sollte das sein. Worldwide Celebration Special Missions. Oh je, da sind wieder World Battle Special Missions. Okay, da sind. Warte mal. Select Characters Dokkan Festival. Das war auf jeden Fall nice. Face Off mit dem Ginyu Force. Okay, das war das mit Piccolo Story. Extreme Z Battle Piccolo. Special Select Characters Dokkan. BD schon wieder. Das ist jetzt zweimal. Genau dasselbe. Select Characters Dokkan Festival. Achso, nee, das ist wahrscheinlich Red Dragonstone und Lila Dragonstone. Okay. Super Dokkan Festival. Extreme Dokkan Festival. Das ist einmal von Gokus Banner, einmal Freezers Banner. Und dann ist hier quasi Gokus Dokkan Event, Freezers Dokkan Event, Supreme Challenge Battle. Und Supreme Challenge. Das ist der Raid. Mit Jiren etc. und den Super Dragon Shenlong. Und Jidens Extreme Sie battlen. Was nehmen wir hier an der Stelle? Wir nehmen. Was hat mir am besten gefallen? Ja, Banner waren. Ja, aber Banner ist immer so eine Sache. Also ich fand die Extreme Sie battle auf jeden Fall nice, wie gesagt. Das von Piccolo, weil es das Stones gab. Von Jiden gab es keine Stones. Dann lassen wir mal weg. Ansonsten fand ich aber die Mission wirklich geil, die Special Missions. Ja, da kommt mir auch gut Stones. 7 Days Event only. Ja, das auf jeden Fall, wo wir über 7 Tage Stones bekommen haben, ja. Okay, do you have any options? Habt ihr weitere Optionen, während den ganzen, habt ihr noch weitere, nicht Optionen, sondern weitere Meinung zu der ganzen Download-Campaign? Also, first of all, auf jeden Fall, klatsche ich mal wieder kurz was rein. Okay, also im Prinzip habe ich hier noch reingeklatscht, dass an sich wirklich spaßig war, das ganze Event mit der Celebration. Und wir gute und viele Content bekommen haben. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, dass die Ticketverteilung
Die hätte man besser machen können, die Ticketsverteilung. Und es wäre auf jeden Fall besser gewesen, wenn man den Superschalter auch beschwören könnte. So wie Porunga. Okay, dann zeige ich nochmal alles an, was ihr alles eingetragen habt. Könnt ihr mal gerne gucken, ob alles stimmt. Blä, blä, blä. Hier, das mit dem Sum-Content auf jeden Fall, das war mir wichtig. Ja, ansonsten gut, dann senden wir das mal ab. Und so viel sollte das eigentlich gewesen sein, Freunde. So viel zu der Umfrage. Wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt oder wenn ihr das Spiel quasi, ja, wenn ihr das gerne spielt, dann nehmt auf jeden Fall an der Umfrage dran teil. Ihr findet es in-game, wie gesagt, oder bei mir auf Twitter oder ich setze den Link in die Beschreibung. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst mich wissen, so, wenn ihr, lasst mich auch wissen, wenn ihr irgendwas Wichtiges habt, was ihr unbedingt loswerden wollt, dann könnt ihr mich natürlich, also jetzt wegen der Umfrage, dann könnt ihr natürlich mich das in den Kommentaren wissen lassen, falls ihr gesagt, ey, das und das würde ich meiner Meinung nach machen und so. Lasst es uns ruhig sammeln, ja, dann werden wir quasi gemeinsam schlauer. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.